Alles klar, in diesem Part schauen wir uns an, was Kellen und Yusei im Moment gerade tun. Also, wir benutzen jetzt uns Devil, um zum Ort des Geschehens dorthin zu kommen. Okay, hier ist wieder ein Rennen. Verdammt, meine. Moment. Ja, gut. Meine Steuerung scheint zu passen. Also gut, wir sind hier jetzt auf einem, ja, bei ein paar Nesca-Linien, die wir verfolgen müssen. Ach verdammt, was war denn das jetzt? Irgend so eine Explosion, verdammt, wie viel Damage habe ich denn jetzt bekommen? Nein, jetzt habe ich eine Wand gerammt, oh Gott. Mein Diebel ist gleich Schrott. Verdammt! Okay. Okay, okay, oh, verdammt, nein, nein, nein! Ich kann nicht fahren. Habe ich das schon erwähnt? Ja, ich glaube schon. Nein, habe ich noch nicht. Okay, lade ich das Ganze nochmal. Ich muss, welche Schnelltaste waren das hier? Heute haben wir den Mifiten. Das ist der hier. Ne, der hier, der F1. Okay, F1. Oh, meine Maus sollte vielleicht nicht im Bild sein. Oh, verdammt, sowas mag ich nicht. Okay. Versuch Nummer 2. Ich hoffe, wir kriegen nicht mehr so viel Schaden wie gerade eben. Denn das war ja gerade mal. Das war ein fetter Fail hier. Egal. Also die Strecke erscheint kurz, allerdings hat man gesehen, besteht ja aus vielen Hindernissen! Nur die Wand gerammt, okay. Oh Gott, oh Gott! Nochmal die Wand gerammt, okay. Lieber die Wand rammen als was anderes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, da kommt noch eine! Da kommt noch... Ja, das ist gerade mal der Anfang. Ich glaube, dieses Rennen hier wird den ganzen Part, glaube ich, ja, mitnehmen. Oh Gott, jetzt wird spannend. Passt auf, was jetzt passiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Oh Gott. Ja, ja, okay. Das war gemein. Okay, probieren wir es nochmal. Nein! Ich glaube, ich mache meinen Safe State jetzt gleich. Ich mache ihn jetzt, mache ich ihn hier, genau. So. Okay, immerhin kann ich damit vielleicht ein bisschen das Fahren üben. Hatten wir ja auch noch nicht so häufig in diesem Let's Play, dass wir unser D-Wheel benutzen. Dass es gleich jetzt so heftig wird, hätte ich jetzt nicht erwartet. So, gleich kommt wieder hier so ein brennendes, was weiß ich, was das ist. Irgend so ein, nein, das meine ich nicht. Sondern das, ja, genau. Ha! Boah, das war gut, das war gut. Jetzt bin ich besser. Aber gleich wird, jetzt werde ich wieder fällen. Oh, okay, nur die Wand wieder gerammt, sehr gut. Und jetzt, oh, verdammt, wieder die Wand gerammt, egal. Autsch, wieder die Wand gerammt, halb so schlimm. Ich ramme ja ständig irgendwelche Wände, wenn ich Auto fahre. Ja, ich habe einen Führerschein. Mhm, damit hättet ihr jetzt nicht gerechnet. Und wenn ich immer Auto fahre, dann ramme ich auch immer häufiger Sachen. Ne? Und das ist völlig normal inzwischen für mich. Da ramme ich auch manchmal so Autos, manchmal ramme ich sogar ein paar Personen. Und manchmal ramme ich sogar ein paar... Oh Gott! Gleich hab ich's! Also man muss da immer, um das zu schaffen, muss man immer rechts und links fahren, so im Zickzack quasi. So kann man die Hände ausweichen. Puh, ich hab's geschafft. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich dafür länger brauche. Gut, hier ist zum Glück ein Speicherpunkt.
direkt, dann muss man das nicht immer wieder neu machen. Gut, hier waren die Entwickler nicht so fies, denn fies wäre es gewesen, wenn man hier keinen Speicherpunkt hingesetzt hätte. Dann müsste man das immer wieder neu machen, wenn man hier jetzt aber im nächsten Duell verlieren würde. Gut, hier mache ich jetzt auch gleich wieder einen neuen Save State, okay. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Oh, hallo Yusei. Janka. Ja, ich kämpfte in einem Turbo-Duell mit Kellen, aber mein D-Runner hat versagt. Yusei! Glaub ja nicht, dass sich dein kaputter D-Runner vor dem Duell mit mir rettet. Oh, hi Kellen. Janka, mir war nicht bewusst, dass du auch hier bist. Das trifft sich aber gut. Jetzt kannst du dich mit mir duellieren, bis Yusei's D-Runner soweit ist. Keine Sorge, es ist nicht so, dass ich es dir leicht machen werde oder so. Alles klar. Janka, nicht! Du bist kein Seiner, das ist zu gefährlich. Janka! Oh Yusei, Janka scheint die Herausforderung anzunehmen, oder? Janka, auch du willst Kellen aufhalten? Nee, ich fahre zum Obi. Neue Möbel kaufen. Kauft man Möbel bei Obi? Nee, ich glaube nicht, ne? Oder doch? Ich weiß nicht. Okay, jetzt duellieren wir uns gegen Kellen. Unserem ehemaligen Freund. In Team Satisfaction. Damals. Die beste Freunde. Jetzt sind wir erbitterte Feinde. Janka, du bist viel zu nett, weißt du das? Das alles hat nichts mit dir zu tun. Du bist nicht einmal ein Seiner. Ich sagte, ich würde mich mit dir duellieren, bis Yusei sein D-Runner repariert hat. Aber eigentlich wollte ich mich schon immer mit dir duellieren. Aber machen wir es interessant. Wir beginnen beide ohne Karten auf der Hand. Der beste Zug gewinnt. Lass uns das hier unvergesslich machen. Alles klar. Wir gegen den dritten Seiner, es ist Kellen. Epische Musik an. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, wenn ich immer sage, epische Musik an. Das klingt irgendwie ein bisschen albern, finde ich. Na, seid vielleicht auch ein bisschen episch, ich weiß nicht. Geschmackssache. Alles klar, will ich beginnen? Sein Deck spielt ja darauf, dass man keine Karten auf der Hand hat, daher wäre es vorbei. Ach komm, ich fange an. Also, wir haben beide keine Starthand, das ist schlecht für uns beide. Aber gut für ihn, denn er hat ein Deck, was darauf spezialisiert ist, dass man keine Karten auf der Hand hat. Ah, super, bringt mir nichts. Okay, gleich Endphase. Gleich Endphase, ich kann nichts machen. Aber vielleicht kann Kellen ja was machen. Er beschwört gleich ein Monster, doppelte Kostor, und er kann mich direkt angreifen. Brauchen Sie nur Damage für mich? Ein unfairer Vorteil, wenn ich eine Zauberkarte ziehe und er ein Monster. Wieder eine Zauberkarte. Endphase, ich kann wieder nichts machen. Ich habe nicht einmal die nötigen Zähler, um eine Zauberkarte benutzen zu können. Das ist unfair. Oh Mann. Greifst du mich wieder direkt an. Und ich habe kein Monster. Das ist echt schön. Ich wollte sagen, echt nicht schön und bös. Daraus ergibt sich schön. Mann, was für Wörter hier in diesem Let's Play erfunden werden. Das ist echt schön. Endlich ein Monster. Das wird mich hoffentlich retten. Wir sind im Rückstand. Ich beschwöre, dunkles Auge ist meine Verteidigungsposition, damit ich seinen Effekt benutzen kann und die setze ich verdeckt. Kann ich ja jetzt spielen, da jetzt eine verdeckte Zauber- oder Feind gerade gespielt hat.
Okay. Jetzt ist Kelly wieder an der Reihe. Er hat noch. Ja doch, er hat das Mittel, um seine Erdgebundenen zu spielen. Er kann doppelter Kostor. Oh, ja, jetzt kommt sein Erdgebundener. Denn doppelter Kostor, der hat den Effekt, dass es als Tribut für als zwei Tribute behandelt wird. Jetzt kommt sein Erdgebundener. Im sechsten Zug. Kako Pekako. 3000 Angriff. Das tut weh. Kann ich den Angriff annullieren? Nein, leider nicht. Im nächsten Zug habe ich 6 Zählmarken. Ich könnte mir sein Monster schnappen im nächsten Zug. Autsch, das tut weh. Ai, ai. Wenn er jetzt eine Zauberkarte zieht und er wieder am Zug ist, hat er schon gewonnen. Das geht sehr schnell. Verdammt! Der rusht mich hier zu Tode. Oh Gott, das ist echt böse. Das ist nicht schön. Ich könnte mir jetzt sein Monster krallen. Leider kann ich es nicht Abmeistergut anbieten. Aber immerhin kann ich ihm dadurch eine Lektion erteilen. Kann ich vielleicht. Was ist denn sein Effekt? Es kann nur ein auf erdgebundener unsterblicher Monster auf dem Spielfeld liegen. Falls keine offene Spielfeldzauberkarte auf dem Spielfeld liegt, zerstöre diese Karte. Dein Gegner kann diese Karte nicht angreifen. Die Karte kann deinen Gegner direkt angreifen. Falls diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der ATK des zerstörten Monsters zu. Gut, ich könnte mir sein Monster ausleihen, aber es bringt mir nichts, denn im nächsten Zug greift er mich direkt an mich verliere. Also, das kann ich jetzt schon aufgeben, das Duell. Aber ich möchte einmal seinen erdgebundenen Unsterblichen einfach mal für mich benutzen. Einfach mal, weil ich es kann. Dankeschön. So, und jetzt spiele ich das Monster in die Angriffsfunktion. Mittlerweile eben ist alles übrig. Hoffentlich spielt er Spiegelkraft, dann würde mich das vielleicht ein bisschen retten, denn dadurch wird sein eigenes Monster zerstört. Ach, es ist jetzt eh egal. Ich kann mich jetzt nur retten, wenn er sein Monster zerstört. Durch eine fiese Falle. Andernfalls würde er sein Monster im nächsten Zug wieder bekommen und mich mit seinem Monster direkt angreifen und dann habe ich schon verloren. Aber jetzt habe ich jetzt erst einmal Schaden für ihn als kleine Rache. Aktiviere deine Falle. Okay, er hat keine fiese Falle. Das heißt, wir haben das Duell verloren. Aber ein bisschen Schaden zu fügen, schadet er nicht. Leider hat er keine Handkarte, das heißt, ich kann auch keine Handkarte von ihm abschmeißen lassen. Ach ja, leider reicht's nicht, aber wir konnten ihm trotzdem ein bisschen Schaden zufügen. Aber das war ja auch fies, dass er gleich doppelte Kost vorgezogen hat und dann auch gleich seine Erdgebundenen gespielt hat. Also so viel Glück oder so viel Pech in dem Fall. Sieht man selten. Jetzt würde mich mit seinem Erdgebundenen direkt angreifen und ich werde das Duell verlieren. Oder er macht es mit dem Effekt von Tempelwelt 2. Das kann er natürlich auch machen. Aber mit dem Erdgebundenen ist es cooler. Na gut. Okay, er killt mich lieber mit Tempelwelt 2. Kann man auch machen. Hat aber auch die perfekten Karten gezogen. Da kann ich ja nichts dagegen machen. Ne? Das ist schon ein kleines Glücksspielchen. Wenn man sich ohne Karten am Anfang duelliert. Yep. Und das zieht mir exakt 800 Punkte ab und ich verliere. Halt, ich will noch seine Verdeckte zerstören, sinnloserweise. Ich will sehen, was das für eine Karte war. Und was war es für eine Karte? Es war... Was ist das? Schadensumwandlung. Halbiere allen Effektschaden, den du in diesem Spielzug erhältst. Während der Endphase dieses Spielzuges beschwöre für jedes Mal, dass du in diesem Spielzug Effektschaden erhalten hast.
Eine Geistspielmarke, Typ, bla bla bla, alle Spezialbeschwörungen in die Verteidigungsposition. Okay, das bringt mir jetzt alles nichts. Game over. Okay, unsere erste Niederlage gegen einen Darksteigner kann auch schon mal passieren. Vor allem, wenn man ja nicht die passenden Karten am Anfang zieht und eher ein Glückshändchen hat. Okay, dann probieren wir das nochmal. Jetzt müssen wir uns diesen Dialog nochmal anhören. Seufzt. Ich glaube, ich werde hier gleich einen Safe State machen, nachdem ich den Dialog übersprungen habe, damit wir uns das nicht nochmal anhören müssen. Hey, da ist eine Kiste. Ich habe gerade ganz kurz eine Kiste gesehen. Warum ist mir die vorher nicht aufgefallen? Egal. Mann, mir ist vieles egal hier in diesem Let's Play. Ich weiß schon. Okay, ich glaube, ich setze meinen Safe State, wenn das Duell startet. So, hier setze ich den Safe State. Hier sieht es ganz gut aus. Und zwar nehme ich einen Safe, den vom 22. August. Okay. Na, vielleicht mache ich da noch ein Safe State. Ich meine, dieses Rumgefahre da. Naja, andererseits ist es natürlich episch, ne? Na, egal. Na, schon wieder habe ich egal gesagt. Ihr müsst mal sehen, wie oft ich egal ich in diesem Let's Play gesagt habe. Okay, es geht los. Hoffentlich ziehen wir jetzt bessere Karten als gerade eben. Ansonsten verlieren wir wieder. Ist klar. Okay. Gut, ich ziehe. Und was ziehe ich? Ein Tributmonster. Scheiße. Nein, ich reg mich nicht auf. Ich find's eher amüsant. Und was sehe ich? Ein Tributmonster. Ach, schön. Und Kellen zieht mal wieder doppelter Kostor bestimmt, oder? Das ganze Duell ist bestimmt gescriptet, oder? Ja, das Duell ist gescriptet. Scheiße, Dreck. Ach, schön. Eigentlich sollte ich jetzt weinen, aber ich lache. Ja, schön. Okay. Natürlich. Zwei Tributmonster. Okay, ich kann wieder nichts machen. Endphase. Im nächsten Zug spielt er sein Endgebundene nochmal. Ach, schlustig. Schön, dass ich das nicht auf dem DS spiele. Ansonsten würde ich mich jetzt aufregen, weil ich mir immer diesen Dialog anhören müsste. Ich find's echt amüsant gerade eben. Oh, er spielt seinen Erdgebunden nicht, aber er greift mich direkt an. Oh. Okay. Das ist ein noch schlechterer Start als dem, was wir vorhin hatten. Ja, immerhin kann ich mich verteidigen, sagen wir es mal so. Aber wenn er jetzt seinen Erdgebundenen spielt, ist es natürlich wieder eine andere Sache, ne? Dann kann er einfach an meinem Monster vorbei. Okay, Endphase. Schädelsummer, okay. Nach der Aktivierung beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung in Verteidigungsposition. Sie wird als Effektmonsterkarte Typ Zombie, Finsternis, Stufe 4, ATK 1800, Defense 500 behandelt. Falls diese Karte durch Kampf zerstört wird, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Angriff. Der Angriff? Der ATK. Angriff.
des Monsters zu, das diese zerstört hat. Diese Karte wird trotzdem als Fallenkarte behandelt. Also ein Fallenmonster. Okay, wird er seinen Erdgebundenen spielen? Ich glaube schon. Und? Es wird spannend. Es wird spannend. Spannung kommt auf. Aha! Ah, es ist nur eine normale Tributbeschwörung. Ich, infernaler Zerstörer, wenn diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, kannst du keine Karten, falls du keine Karten auf deiner Hand hast, füge deinem Gegner 1600 Punkte Schaden zu. Unfair! Genau! Oh, das will ich wieder. Was soll ich denn da machen? Er hat ein Deck, das extra dafür spezialisiert ist, dass man keine Karten auf der Hand hat. Das ist unfair. Jetzt kriege ich auch noch Schaden, weil er keine Karten hat. Und ein Direktangriff. Yippie. Ach ja, ich werde mich freuen später, wenn ich die Musik einfügen muss. Die epische Musik. Ich muss die jetzt dann mindestens zweimal einfügen, ne? Einmal wieder, immer wieder neu für jedes Duell. fucking. Okay, das habe ich verloren. Laden. Nein, falscher Save. Das ist auch der falsche Save. Das ist der richtige Save. Okay, F3. Gut, probieren wir es nochmal. Ich glaube, den Dialog werde ich auch übersafen. Okay, hier mache ich den Save State. Und zwar nehme ich mal wieder den. Na, nehme ich den letzten. Was soll's? F0. Es gibt kein F0. Moment, ich muss mal kurz eine Schnelltaste hier machen. Und zwar nehme ich mal. Welche Schnelltaste? Ach komm, mach mal F1. Ist ja auch egal. Gönne ich mir das jetzt einfach mal. Die F1-Taste. Okay, Versuch Nummer 3 gegen Kellen. Jetzt fange ich als Zweiter an, weil er mich im ersten Zug nicht direkt angreifen kann. Halt, das Spielfeld möchte ich nicht überprüfen. Noch nicht. Eine verdeckte Karte. Gut, dass er kein Monster gezogen hat. Und was ziehe ich? Jetzt bin ich gespannt. Was ziehe ich? Ist das ein Tributmonster? Es ist. Eine Fahne, die mir nichts bringt. Ach, schön. Endphase. Kommentarlos. Lass ich es mal so stehen. Und er setzt eine weitere verdeckte Zauber- oder Fallenkarte. Er zieht auch kein Monster. Er hat dasselbe Pech wie ich jetzt. Vorhin. Und vorhin. Und jetzt. Und jetzt. Vor allem dem. Zwei Ausrufezeichen. Danach setzen nach dem jetzt. Egal. Scheiß. Endphase. Ich hab Pech, weil ich... Er hat einen Schädelsomer. Genau. Na komm, das annulliere. Ich kostet mir zwar die Hälfte meiner Punkte, aber... Es kostet mir noch mehr Punkte, wenn er mich direkt angreift mit dem Monster. Ganz einfach. Wie ich mein Glück jetzt kenne, spielt jetzt ein normales Monster jetzt, ja? Und greift mich damit auch direkt an. Dann kann ich gleich wieder F1 drücken. Mensch, diese bescheuerten Sonderregeln. Im letzten Part war es so, dass man die Greiger war, der letzte Duellant, also der Darkseid im letzten Part. Und da war es so, dass man den erst besiegen durfte, wenn er seinen Erdgewohnen gespielt hat. Das ist bescheuert, diese verdammten Sonderregeln. Ich mag die nicht. So, Kellen ist an der Reihe.
perfekte Zauber- oder Fallenkarte. Und der Schwächling ist wieder an der Reihe, wie Kellen so schön sagt. Gut, Dunkler Kern benutze ich, wenn er ein Monster hat. Ich beende jetzt währenddessen meinen Zug. Alles klar, ewig infernaler Totenbeschwörer. Warum spielt er dieses Monster in die Angriffsposition? Es hat 0 Angriffspunkte. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, wird sie in die Verteidigungsposition geändert. Achso, okay. Solange du keine Karten in deiner Hand hast, erhält diese Karte den folgenden Effekt. Pro Spielzug kannst du ein ewig infernales Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Das hat er nicht. Da ist dieser Effekt völlig nutzlos gerade. Du hast kein Monster auf deinem Friedhof. Der Effekt bringt dir nichts. Ich muss das Monster zerstören, sonst ruft sich immer wieder neue Monster von deinem Friedhof zurück. Okay, ich bin dran. Noch ein dunkler Kern. Warum ziehe ich keine Monster? Ich ziehe nur Scheiße. Also gut. Dunkler Kern, ich habe ja noch eine andere. Halt! Ich muss ja eine Karte abschmeißen. Verdammt! Hätte ich das gewusst, hätte ich noch meinen Tempozähler benutzt. Um eine Karte zu ziehen. Aber so weit denke ich ja gar nicht, ne? Immer an das Hier und Jetzt denken. Nicht an das, was nachher passieren wird. Genau. Genau. So spielt auch die Computer-KI. Denkt immer an das Hier und Jetzt, aber was danach passiert, ist völlig unrelevant. Und jetzt spielt er bestimmt ein starkes Monster, oder? Stimmt doch. Okay, es ist nicht stark, er setzt nur in die Verteidigungsposition. Meinetwegen. Brauche ich gerade nicht. Warum ziehe ich nur schwache Monster? Ich hätte jetzt gerne ein Tributmonster, wie zum Beispiel Möbius. Endphase, ich kann nichts machen. Ich kann nicht einmal angreifen, weil meine Monster zu schwach sind. Die haben nur eine hohe Death, mehr haben sie nicht. Okay, solange du keine Karten auf deiner Hand hast, kann diese offene Karte nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden. Oha, dieser Effekt ist heftig. Aber er kommt nicht an mein Monster vorbei. Mein Monster hat eine Death von 2000. Und alle Karten werden jetzt aus dem Spiel genommen. Durch den Effekt meines Monsters. Und er kriegt 800 Punkte Schaden. Alles klar, ist jetzt ein weiteres Monster verdeckt. Jetzt hat er genug Tribute, um seinen Erdgebunden zu spielen. Oh Gott, gefährlich. Und wenn er dann noch einen Tempozähler hat, kann er mich mit Tempowelt 2 besiegen. Summier nichts, ziehe nichts. Das muss ich verhindern. Aber ich kann es nicht verhindern. Ich habe keine Offensive. Ich habe nur Fallen und irgendwelche schwachen Monster. Mehr kann ich nicht machen. Wenn er jetzt seinen Erdgebunden spielt, verliere ich. Okay, er scheint seine Eckewunde nicht zu haben. Oder vielleicht doch? Verdammt! Okay. Hallo, Kakopekopo. Okay, ich hab verloren. Ich meine, was soll ich jetzt noch machen können? Gar nichts, ich kann nichts mehr machen. Die einzige Karte, die mir jetzt noch retten kann, ist Kaios. Aber selbst dann stehen meine Chancen noch schlecht, denn wenn er in seinem nächsten Zug einen Tempozähler spielt, aktiviert er den Effekt von Tempowelt 2 und ich verliere trotzdem. Okay, laden F1. Halt nein, das war F1. Ne, das war F2. Doch, F1.
Ich gehe es mal schnell durch, ne? Ja, ich habe gerade eine Taste gedrückt, die mein Videoaufnahmeprogramm kurz unterbricht oder in dem Fall stoppt. In dem Fall ist es allerdings nichts passiert. Ich habe es zum Glück sofort bemerkt, nachdem ich das gemacht habe. Gut, probieren wir es nochmal gegen Kellen. Langsam wird es nicht mehr episch, ne? Weil wenn ich so häufig gegen ihn verliere, dann ist es ja schon nicht mehr episch, ne? Dann ist es ja eigentlich nur noch langweilig. Wie mache ich es dann mit der Musik? Ich meine, das ist ja nicht mehr episch und... Kellen, der bringt mich in Schwierigkeiten. Okay, ziehen wir mal eine Karte. Wieder dasselbe. Die Karte habe ich doch vorhin schon gezogen. Warum ziehe ich die nochmal? Warum? Phase. Wie wäre es, wenn ich mal ein Monster ziehen würde? Das wäre echt nice. Aber ich ziehe nur Müll. Kellen zum Glück auch. Ach, diese Sonderregel ist für ein A... Punkt, Punkt, Punkt. Die ist fett für ein A... Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe hier dieselben Karten gezogen wie vorhin. Ist das geskriptet oder warum ziehe ich immer denselben Rotz? Das hatten wir doch vorhin schon. Ne, komm, das lade ich. Nix. Leck mich. Dieses Szenario tue ich nicht nochmal wiederholen. Also nochmal. Ich mach das jetzt so lange, bis ich gewinne. Auch wenn es nicht mehr episch ist, ist es mir egal. Dann tue ich irgendeine andere Musik einfügen. Irgend so eine Comedy-Musik oder sowas. Ach, keine Ahnung. Aber episch ist es nicht mehr. Okay, probieren wir es nochmal. Entweder ist das jetzt geskriptet oder ich weiß auch nicht. Puh, gut, ich hoffe, ich ziehe jetzt dieses Mal die richtige Karte. Jetzt fängt Kellen dieses Mal an. Vielleicht ändert es ja irgendwas. Also wenn ich nochmal dieselbe Karte ziehe, dann ist es echt geskriptet jetzt. Yep, es ist geskriptet. Okay. Gut, da mache ich es jetzt so, dass ich, das jetzt offscreen, bis zu der Stelle wieder, hinmache. Denn dieses Szenario kennen wir ja. Wir ziehen feierliches Urteil, er spielt eine weitere Verdeckte, wir ziehen dann, die Karte, wo drei entfernte Karte wieder zurück ins Friedhof legen kann und dann aktiviert er seine Falle und dann sind wir wieder aufgeschmissen oder angeschissen in dem Fall. Ja, also ich mache es jetzt offscreen, bis ich an einer guten Lage, sage ich jetzt mal nicht. Ich mache es einfach mal offscreen und dann tue ich euch wieder beischalten, wenn was passiert. Also bis gleich. Okay, ich habe jetzt den Save State gesetzt und jetzt müssten die Duelle nicht mehr geskriptet sein. Hoffe ich zumindest. Und wenn es doch sein sollte, dann muss ich mir was einfallen lassen. Okay, ihr merkt, wenn es geskriptet ist, wenn ich am Anfang königliche Erlass ziehe. Vielleicht ende ich ja dann mein Deck und tue nur Monster rein. Damit ich endlich mein Monster ziehe am Anfang. Nicht schon wieder eine Zauberkarte. Verzweiflung. Kellen bringt mich echt zur Verzweiflung. Ich spüre schon den Schmerz, den er mir zufügen will. Und zwar an meinen eigenen Karten. Und Monster! Falle. Hey, mein Deck will mich trollen. Mein Deck will mich trollen.
Über meinem Deck befindet sich jetzt ein großes Trollface. Ein großes Trollface. Ah, langweilig. Diese Sonderregel ist für ein A. Wer auch immer diese Sonderregel als Idee hatte, gehört geboxt. Von Vitali Klitschko. Jetzt muss ich tatsächlich meine Falle benutzen. Unglaublich, unglaublich. Und Monster! Danke, ich habe zwar ein Monster gezogen, aber ich kann es nicht spielen. Schönen Dank auch spielen. Langsam werde ich wahnsinnig. Dann sehe ich so aus wie Kellen jetzt in diesem Moment. So werde ich dann aussehen, wenn ich diesen Part beende. Wenn es noch so weitergehen sollte. Gut, das hat er die Lebenspunkte wieder ausgeglichen. Mit seinem Deckangriff. Und Monster! Bitte was Gutes! Super. Warte, Moment. Ich bin ein Depp. Ich bin doch ein Depp, oder? 10.000 ist. Oh, ich bin ein Depp. Ah, aber selbst wenn ich das Monster jetzt spiele, ich muss ein anderes Monster zerstören. Sonst, muss ich mein eigenes zerstören, weil der Effekt steht ja, ich zerstöre ein Monster auf dem Spielfeld. Wenn ich sein Monster jetzt opfer, dann ist das Monster mein einziges auf, dann ist das Monster das einzige auf dem Spielfeld. Ich muss ein Monster zerstören, das heißt, ich muss mein eigenes Monster auswählen. Ich muss mich weiterhin verteidigen. Super. Aber wenn ihr jetzt ein Monster spielt, ein anderes Monster vielleicht, dann kann ich sein Monster zerstören. Ah, wenn wir vom Teufel reden. Okay. Hoffentlich macht er jetzt eine Tributbeschwörung und holt seinen Kakapo. Oh, ist meine Maus hier im Bild? Nein, das sah gerade so aus. Gut, spiel deinen Kakapo. Okay, er spielt so ein unnötiges Mistviech. Ewig infernales Mistviech heißt das Viech. Jetzt kriege ich ein paar direkte Angriffe, glaube ich. Gut, zwei direkte Angriffe gegen mich. Die muss ich jetzt leider einstecken. Aber im nächsten Zug kriege ich ein Monster aufs Feld. Halleluja! Okay, ich bin dran. Jetzt werde ich das Ganze ein bisschen ausgleichen. Ah, Kaios. Kaios ist sogar noch besser. Als Zarborg, denn Kaios entfernt das Monster gleich aus dem Spiel. Okay, Seelentausch. Ich habe kein 4-Sterne-Monster. Das heißt, ich muss mir sein jetzt mal kurz ausborgen. Ich wähle mir eins einer Schädelsumme aus. Dann wähle ich Kaios, biete den hier als Tribut und rufe Kaios. Jetzt aktiviert sich Kaios in Effekt. Ich kann eine Karte entfernen aus dem Spiel. Wenn es ein Finsternismonster ist, dann kriegt der Gegner 1000 Punkte Schaden. Ich wähle Shadowsummer. Shadowsummer ist ein Finsternismonster und er kriegt 1000 Lebenspunkte Schaden. Oder auch nicht, denn es ist ja eine Fallenkarte jetzt in dem Fall. Verdammt, warum kriegt er keine... Alles ist gegen mich in diesem Part. Alles, wirklich alles. Gut, und jetzt wird er mein Monster bestimmt zerstören. Oder irgendeine andere fiese Scheiße. Und was machst du? Was? Oh nein! Er zerstört mein Monster mit Tempowelt 2. Mhm. Ich bin kurz davor, ein Deck nur aus Monsterkarten einzubauen, die Stufe 4 haben oder niedriger mit einer hohen Angriffskraft. Ich glaube, das ist das beste Mittel hier in diesem Duell. Denn dann würde ich mindestens eine Monsterkarte ziehen. Ich glaube, das mache ich. Wenn ich dieses Duell verliere, mache ich es. Ne? Dann baue ich ein Deck nur aus 2000er Monster mit einer hohen Art TK oder allgemein 4 Stufen Monster mit einer hohen ATK baue ich dann ein.
Und dann müsste ich das Feld eigentlich die ganze Zeit beherrschen. Aber so wie es jetzt ist, ist es ziemlich schlecht. Okay, ich glaube, ich verliere das. Wie viel zu Kammer? Den 11. Okay, dann gebe ich auf. Baue mir ein extra Deck dafür auf. Nein, baue mir ein extra Deck dafür auf. Bestehend nur aus 4 Sterne-Monstern. Und dann müsste ich das Ganze eigentlich schon schaffen können. Leider gibt es hier keine Speed-Taste. Die hat mir im 2009er echt geholfen, aber hier wird sie mir nicht helfen, denn hier gibt es die Taste nicht. Nicht auf diesen Emulator. Naja gut, jetzt sind wir zum nächsten Mal wieder umgefallen. Epileptischer Anfall und so, ne? Okay, dann tue ich das Deck bearbeiten und tue nur Stufe 4 Monster rein. Aber zunächst schaue ich nach, wie viel Stufe 4 Monster ich hier drin habe. Aha, aha, so viele Stufe 4 Monster, 15 Stück und ich ziehe keins. Was ist denn das für eine Egal. Also gut, dann Deck löschen. Und Stufe 1 bis 4. So, jetzt tue ich nur Monster rein, die irgendeinen guten Effekt haben. Das zum Beispiel, das da. Der Rechner ist ganz gut. Der Squala. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht kann ich ihn damit totraschen. Gut, Riesenorg hau ich rein. Hat 2000 Angriff, 2200 Angriff sogar. Verdammt, was ist denn hier jetzt schon wieder los? Ja, die kann den Gegner nicht direkt angreifen, dann ist sie nutzlos. Das Monster. Nein, nein. Ja, doch. Also, ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann ist es auch okay. Dann mache ich es wieder so lange mit dem einen Deck, bis ich gewinne. Auch wenn es meine Nerven killen wird, ist klar. Aber dann muss ich halt dann durch. Ne? Jetzt ist es erstmal wichtig, dass ich ein kleines Deck habe. Halt, Golgant, das kann ich nicht spielen. Zack, dann zack. Ach komm, Dunkelklinge. Großer Angus. Lauter normale Monster. Und die Karte ist gut. Okay. Okay. Jetzt haben wir nur Monster drin, die. Ja. Jetzt haben wir eigentlich nur Monster drin, die eine hohe Angriffskraft haben. Das müsste eigentlich reichen, um ihn zu Tode zu rushen. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Achso, ich muss hier speichern, stimmt ja. Gut, dann speichern. Damit das Deck gespeichert ist. Ist logisch, ne? Jetzt muss ich mir diesen schönen Dialog nochmal anschören. Anschören ist eine Mischung aus anschauen und anhören. Anschören. Gut, ich glaube, das überspringe ich. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, hier bin ich wieder. Jetzt schauen wir mal nach, wie sich das Deck jetzt ausmacht. Wenn er jetzt allerdings seinen Erdgebundenen spielt, haben wir sofort verloren, denn wir kommen nicht an seinem Erdgebundenen vorbei. Wir können ja seinen Erdgebundenen nicht angreifen, aber ich hoffe, dass es so auch klappen wird. Denn jetzt haben wir den Rush an unserer Seite. Egal was jetzt kommt, wir ziehen mindestens ein Monster. Und was hat er? Bitte Zauberkarte. Er hat ein Monster, verdammt. Egal, wir haben ein starkes Monster mit einer hohen ATK, da kommen wir schon vorbei. Okay, ich spiele, was ist das für ein Monster? Das ist Kappa-Zauls, okay. Dann Battleface und weg mit deinem Monster. Okay, es hat 2000 Angriffspunkte. Wir haben nicht so viele 2000 Monster, 2000 Angriffspunkte Monster in unserem Deck. Jetzt hatte er Glück, dass er das richtige Monster gezogen hat. Langsam werde ich wütend. Denn Kevin regt mich langsam auf.
Ich glaube, die epische Musik kann ich mir sparen. Denn so oft wie ich jetzt verliere, dann ist es ja nicht mehr episch, ne? Okay, hat unter 2000, ich komme nicht vorbei. Super. Jetzt hat er aber immenses Glück, dass er den hier am Anfang gezogen hat. Wirklich enormes Glück hatte er jetzt. So viel Glück muss man erstmal haben. Kellen hat so viel Glück. Unglaublich. Und was machst du jetzt? Spielst du ein Monster? Opferst du das Monster? Was machst du? Er macht gar nichts. Wir hätten ihn jetzt mindestens zweimal direkt angreifen können, wenn er sein Monster jetzt nicht hätte. 1900 Punkte, wir kommen immer noch nicht vorbei. Super. Aber ich kann es immer noch spielen. Verdammt. Vielleicht hätte ich noch ein paar Monster reintun sollen, die Monster zerstören auf dem Feld. Wenn ich nochmal verliere, mache ich es nochmal. Weil jetzt hatte er echt nur Glück, dass er das 2000er Monster hatte. Mit 2000 Death. Super. Hoffentlich ziehe ich gleich meinen Riesenorg. Wenn ich meinen Riesenorg ziehe, dann bin ich glücklich. Er ist jetzt eine verdeckte Karte, okay. Na gut. Na, 1900. Ey, das Spiel will mich trollen. Das ganze gesamte Spiel ist gegen mich. Es ist zwar schön, dass ich jetzt Monster ziehe, aber sie sind zu schwach und kommen nicht an der 2000er Grenze vorbei. Das ist doch Blödsinn. Ach, komm schon. Aber wenn ich das die ganze Zeit mache, bis er keine passenden Karten am Anfang hat, dann gewinne ich das Duell irgendwann mal. Auch wenn es langweilig ist, ist klar, ist ein bisschen langweilig, gebe ich zu, aber so eine scheiß Sonderregel ist noch viel langweiliger. Da bedankt euch bei den Spieleentwicklern. Bei so einem Scheiß mache ich nicht mit. Komm schon, ich will Gyroid ziehen. Gyroid hat eine ATK von 2300 für einen Zug. Komm schon, Gyroid! Wie viel hat das? 1900! Wenn ich es jetzt spiele, dann habe ich ein volles Feld. Da kann ich mein Monster nicht mehr spielen. Das ist doch Blödsinn! Konami, seht ihr, was ihr für ein Blödsinn programmiert habt mit eurer verdammten Sonderregel? Hey, wir starten ohne Hand. Das ist bestimmt ganz witzig. Wir geben den Spielern keine Handkarten und Kellen geben wir Armen ebenfalls keine Handkarten. Wir müssen es so machen, dass alle Karten gezogen werden müssen. Genau, niemand darf eine Starthand bekommen. Denn das ist cool. Das macht bestimmt Spaß. Das erfreut viele Spieler. So haben sie sich das gedacht. Nicht das erste Mal, dass ich in diesem Let's Play über die Spieleentwickler herziehe. Zu Recht. Ich will jetzt endlich ein 2000er Monster. Ist ein 1800. Ah, Kellen hat jetzt so eine scheiß Hand. Er hatte bloß das Glück, dass er den 2000er gleich am Anfang gezogen hat. Und wir ziehen jetzt nichts mehr. Nichts Gutes. Seht ihr, Konami, wie viel Spaß das Duell macht? Keine Karten am Anfang. Super. Also, dass es so langweilig ist, das habt ihr Konami zu verdanken, ne? Ansonsten würde ich hier jetzt ein ganz normales Duell spielen, wie vorhin gegen Grigor, aber mit 5 Karten, mit 0 Karten am Anfang, was soll ich da machen, ne? Da ist es ein reines Glücksspiel. Welche Karte man am Anfang zieht, wenn der Gegner einen Monster hat und du am Anfang keine Monster hast, ne, dann greift er dich direkt an. Das war gleich in der ersten Sekunde, wo wir gegen Kellen gekämpft haben, war es so. Und deswegen finde ich diese Duell-Sonderregel Schwachsinn. Ja, da ist es allein vom Glück her abhängig,
ob man gewinnt oder nicht. Kann ich ja genauso gut Bingo spielen oder Poker oder Yahtzee oder Blackjack oder was weiß ich. Aber so ist es hier. Ja, entweder zieht man Monster und man zieht kein Monster. Wenn man kein Monster zieht, kriegt man einen direkten Angriff von dem Typen, der ein Monster gezogen hat. So einfach ist es. Endlich! Ich komme an seinem Monster vorbei, aber er hat inzwischen so viele Fallen gesetzt, dass ich Angst habe. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Und was hast du? Was hast du? Er hat bestimmt Spiegelkraft. Nicht wahr? Spiegelkraft. Also, mich tritt ein Pferd, wenn er jetzt keine Falle hat, mit dem er die vier direkten Angriffe dann annullieren kann. So, wenn du jetzt einen dieser Angriffe annullierst oder nicht abwehren kann, dann bin ich erstaunt. Aha, was habe ich gesagt? Spiegelkraft. Mhm. Ich habe es euch gesagt. Aber warum hat er die nicht vorhin schon aktiviert? Ich glaube, das muss ich nicht verstehen. Okay, ach, das Spiel macht so viel Spaß. Oh, ist ja ein Traum. Keine Karten am Anfang. Oh, ein Spaß für die ganze Familie. Man spielt ein Kartenspiel ohne Karten am Anfang. Und ein Phantom-Himmelspringer. Jetzt spielt er auf einmal Monster. Super. Ach ja. Also, ne, wenn ihr mal ein Kartenspiel spielen wollt ohne Karten, dann kauft euch Yu-Gi-Oh! Hier erlebt ihr die Premiere. Das erste Kartenspiel ohne Karten. Am Anfang. Muss ich dazu noch was sagen? Ne, ich glaube nicht. Ne? Ich meine, das Spiel hat sich schon selber schachmatt gesetzt, indem es diese Sonderregel hier eingesetzt hat. Was habe ich denn hier für ein Monster gezogen? Biete zwei Monster auf deiner Spielfeldseite als Tribut an, um deine Lebenspunkte um 1000 zu erhöhen. Okay. Ist eigentlich egal. Insektenritter. Also den Rush, den kann ich mir inzwischen... Komm, das gebe ich auf. Wir sehen uns gleich wieder, bis wir... Ja. Bis wir nochmal gegen ihn duellieren. Also, bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Ich habe jetzt auch einen Save State gesetzt. Da muss ich nicht immer pausieren, sondern kann gleich direkt mit einer Schnelltaste wieder das Ganze aufnehmen. Oder neu starten in dem Fall. Und es geht mal wieder los. Also ich glaube, die epische Musik, die lasse ich echt jetzt hier. Naja. Ich glaube, die baue ich dann bei dem Duell ein, wo wir gewinnen. Und falls ihr jetzt epische Musik hört, dann ist es das Duell, in dem wir gewinnen. Und wenn nicht, wenn ihr keine epische Musik hört, dann werde ich das wieder failen. Ja. Also jetzt habe ich schon eigentlich schon gespoilert, wie das Duell enden wird, ne? Ach schön, wir können ihn gleich rushen. Genau das hatte ich doch schon die ganze Zeit vor. Direkt. Oder vielleicht lasse ich es auch mit der Musik. Ich meine, das ist ja eigentlich nicht mehr episch, ne? Das ist jetzt nur noch eine fette Parodie auf was Episches. Die Epicness wurde dem Duell genommen, als die Sonderregel hier eingeführt wurde. Wenn es wieder dieser Totenbeschwörer ist, dann bin ich wütend. Dunkelklinge. Okay, Dunkelklinge. Okay, ich greife mit Dunkelklinge sein Monster an. Und ist es der Totenbeschwörer? Nein, ist er nicht. Sehr gut. Gut, dann direkt Angriff mit Jagddrache. Na? Konami, ihr seht, was für eine schöne Sonderregel ihr da eingeführt habt. Das macht dieses ganze epische Duell kaputt. Ja.
Eigentlich wollte ich hier ein episches Duell machen. So richtig episch Duell mit so Special Effects, ne? Und so von dem Videoprogramm so ein paar super Effekte. So mit Flammen überall und mit Explosionen und Angriffsanimationen und was weiß ich drumrum. Aber das kann ich jetzt vergessen. Denn das ist ja eigentlich der Höhepunkt in diesem Spiel. Diese Stelle. Aber was macht Konami? Hey, wir müssen diesen Höhepunkt in diesem Spiel noch ein bisschen verköstigen. Genau. Ich hab's. Wir bauen einfach eine schöne Sonderregel ein. Keine Karten am Anfang. Genau. Wir sind ja inzwischen hier schon super Oberpros, die hier an dieser Stelle sind. Die werden bestimmt ein Mittel dafür haben, wie sie an diese Sonderregelausstattung vorbeikommen können. Genau. Ist mir jetzt egal, dass er jetzt ein Monster gespielt hat. Ich greife trotzdem an. Auch wenn ich jetzt Effektschaden kriege durch seinen Shell-Summer, das ist jetzt mir völlig wert. Ja, denn jetzt haben wir den Feldvorteil. Konami, schaut gut hin, ne, falls ihr das seht, was ich nicht vermute. Aber schaut gut hin, wie schön euer Spiel ist. Wie unepisch das Spiel jetzt auch ist, ne? Ich glaube, das Spiel, das gehört hat es gar nicht verdient, dass es in meinem Kanal aufgenommen wird. Mein Kanal hat ja den Slogan epische Let's Plays, aber episch ist es nicht. Das ist eine Parodie auf was Episches. Ich rush den hier nieder, ich setz das. Ach, das ist Verzweiflung für ihn. Ich glaube, das gewinnen wir. Ich lasse das mit der epischen Musik. Vielleicht mache ich die... Ja, ich mache das erste Duell mit einer epischen Musik, aber dann nicht mehr. Weil dann ist die Epicness einfach nur weg. Genauso werde ich das machen. Ne, also wenn ihr gegen Kellen spielt, stopft euer Deck voll mit Monstern der Stufe 1 bis 4 mit einer hohen ATK und macht es so lange, bis ihr ihn schlägt. Bis der Gegner keine passenden Monster hat und ihr gewinnt das Duell ganz sicher. Das ist das Mittel, wie man hier Kellen schlagen kann. Und auch diese Sonderregel. Okay, Kellen hat jetzt nur noch 150 Lebenspunkte, wenn jetzt nicht sein, wer ist die Karte, seinen Totenbeschwörer spielt oder was weiß ich. Dann gewinnen wir. Ein verdecktes Monster. Wenn es dein Totenbeschwörer ist, dann bin ich wütend. Aber vielleicht sehen wir ein Monster, was dein Monster zerstören kann, selbst wenn es der Totenbeschwörer ist. Axtkämpfer. So, jetzt entscheidet sich, ist es ein Totenbeschwörer, verlieren wir, und ist es ein Totenbeschwörer nicht, gewinnen wir. Oh, nein, es kann nicht zerstört werden. Ah, scheißen Dresch, jetzt geht's wieder los. Und er hat noch 150 Punkte, das ist echt nervig. Aber jetzt hat er eine Karte auf der Hand, jetzt könnte ich es zerstören. Wenn er jetzt dann nichts von seiner Hand ausspielt. Okay. Sein Monster ist wieder Mission Impossible für unser Deck. Der Rechner. Ach, sowas ist echt nervig. Endphase. Shadowsoma. Wenn er es jetzt in die Angriffsposition spielt und eins meiner Monster zerstört, kann ich seinen Shadowsoma im nächsten Zug zerstören. Da es in der Angriffsposition liegt und wir gewinnen, da er Kampfschaden bekommt. Jetzt kann er allerdings einen Erdgebundenen spielen, falls er ihn jetzt gezogen hat.
Ach ja, ist schön, wie die KI so lange braucht, bis sie einen Zug macht. Wieder ein Minuspunkt für Konami. Aha, ich komme immer noch nicht vorbei. Oder doch, er hat eine Handkarte. Er hat eine Handkarte. Er hat eine Handkarte. Ich kann gewinnen. Ich kann ihn besiegen. Ich kann Kellen besiegen. Ach, ist ja ein Traum. Ist ja ein Traum. So, jetzt. Okay, und jetzt muss ich einfach nur den hier platt machen und ihn direkt angreifen. Und das ganze Duell ist vorbei. Jetzt kriegen wir zwar noch ein bisschen Effektschaden, aber... Und Polen. Also ne, ihr habt es gesehen, wie man dieses Duell gewinnt. Einfach das Deck voll pumpen mit Stufe 4 Monster mit einer hohen ATK und dann sollte das eigentlich schon ja, gegessen sein, wenn Kellen nichts Gescheites spielt. Also Konami, ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, warum man so eine Sonderregel nicht einführen sollte. Ah, Janka. Wie ich sehe, hast du mit deinem Training nicht nachgelassen. Kellen! Oh, da ist eine Kiste! Scheiß auf die Szene, ich will die Kiste da haben! You say... Ich habe mich geirrt. Ich dachte, ich könnte dich retten, indem ich die Schuld auf mich nahm. Das war falsch. Nur das Bündnis und die Gefühle, die sie verbinden, können Freunde retten. Hä? Als ich in Darkseigner wurde, wünschte ich mir zwei Dinge. Das eine, meine Rache an dir. Und das andere, ein letztes Duell zu haben, als Team Satisfaction. Kellen. Ich konnte mich nicht dazu bringen, dich oder sonst jemanden zu hassen. Mich mit euch Typen zu duellieren, war der größte Spaß, den ich je hatte. Kellen! Du bist mein Freund und für dich werde ich die Darkseiners besiegen! Und die Kontrolleinheit wird versiegelt. Das sollte die Versiegelung dieser Kontrolleinheit vollenden. Janka, tut mir leid, aber würdest du ohne mich schon einmal vorausfahren? Ich komme nach, sobald ich meinen D-Runner repariert habe. Gut, erstmal die Kiste da holen. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ist mir auch egal. Erstmal die Kiste hier. Okay, eine Kanone. Naja, nicht gerade die beste Karte. Gut, dann speichern wir. Und ja, das war der eigentliche Höhepunkt in diesem Spiel. Ich wollte ihn eigentlich super spannend gestalten, aber ihr habt ja gesehen, wie es geendet ist. Scheiß Entwickler. Aber im nächsten Part kann ich das Ganze wieder ein bisschen, ja, wieder ein bisschen rückgängig machen. Und ich kann den nächsten Part wieder episch machen, denn dann ist wieder ein normales Duell mit einer vollen Hand wieder da, ne? Wir ziehen sogar im nächsten Part zwei Karten pro Zug. Ja. Und auch wieder gegen einen Darkseidner. Also, ich hoffe, ihr schaut euch den nächsten Part auch an. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, macht's gut, euer MKLP. Ciao.